Willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Episode 1 Racer. Wir sind immer noch dabei, die Galaxis-Klasse aufzuräumen. Im letzten Mal hat es nur für den zweiten gereicht, nach relativ vielen Anläufen und einem furiosen Finale, in dem ich Nerven verloren habe. Jetzt gehen wir aber wieder nach Endo Prime und werden die Andobi-Bergstrecke fahren. Mavonic ist der Favorit, den kennt man auf jeden Fall vom Film. Und wir machen wieder Sieger bekommt alles, wir gehen Risiko, das eben hätte auch klappen können, theoretisch. Vielleicht liegt die Strecke wieder besser. Wir werden mal sehen, was passiert. In den ersten Runden können wir es immer noch, bin ich der Meinung. Oh. Auf jeden Fall können wir erstmal ganz gut mit dem Turbo arbeiten. Ich glaube auch, diese Strecke davor, die ich da verkackt habe und als Zweiter geworden bin. Wahrscheinlich kann ich ja jetzt auch einfach ein bisschen abwarten, bis ich das Ding ein bisschen besser getuned habe und das Teil dann nochmal fahren. Zumindest denke ich mir das. Quatsch. Besser einfach die Übersicht zu behalten, was jetzt Eis ist und was Strecke und was nicht. Wollte ich noch rein eigentlich. Das hat noch gerade so funktioniert. Hat so reingeschlittert. Höre ich jetzt die Gegner oder? Was höre ich hier? Ganz ruhig. Ach, ich bin gar nicht mehr Erster, sehe ich gerade. Was ist das denn passiert? Hab ich gar nicht mitbekommen. Warum ramme ich ihn denn überhaupt? Er rammt natürlich direkt zurück. Aha. Zwei sich streiten und so weiter. Die Strecke ist auch nicht verzeichnet, gerade auf der Karte. Bin ich irgendwie eine Abkürzung gefahren mit den beiden oder was? Oh, mein Renner ist schon wieder komplett manövrierunfähig. So, jetzt geht's wieder. Boah. Fährt sich echt so beschissen gerade. Mach Gummi, Junge. Was? Wo kommt das denn jetzt aber mal her? Ja, das könnte sein, dass das auch schwieriger wird. Ich habe es lange gefordert, dass es auch endlich mal schwerer werden möchte. Und jetzt ist es dann soweit. Aber kämpfen uns da durch. Okay, das war dumm. Ah, das habe ich verpasst. Bumm. Auch den habe ich nicht gut genommen. So, hier heißt es jetzt Tempo machen. So, gleich mal einlenken. Ja. Witziger war, dass ich nicht mehr gemerkt habe, dass ich vorhin den ersten Platz verloren habe. Okay, ich habe dann glaube ich auch die Strecke verlassen, oder? Kann das sein? War deswegen bestimmt ein bisschen langsamer unterwegs. Oder es gibt ja einfach tausend Möglichkeiten.
weder vor noch hinter mir einen ausmachen gerade. Okay, hinter mir doch. Und jetzt vor mir auch. Okay. Boah, das ist schon wieder hart manövrierunfähig. Und das war's. Das wird auf jeden Fall auch nichts mit dem ersten Platz. Wir müssen wieder mal auf den zweiten Versuch hoffen. Boah, ich fahre auch einfach immer voll rein in die Gegner, oder? Das muss ich mir unbedingt abgewöhnen. Das habe ich eben nicht gelernt in den ersten Spielen oder Leveln, weil ich da nie Gegnerkontakt hatte. Ja, ich werde jetzt nicht mehr von 10 auf 1 fahren, das glaube ich nicht. Da müssten die sich schon vorne gegenseitig wegcrashen, das machen wir glaube ich nicht. Oha. Und so wird es sowieso nichts. Was ist denn nun passiert? Warum bin ich jetzt zerschellt? Das verstehe ich nicht. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das hat anscheinend auch eher Plätze gekostet als gebracht, was ich da eben gemacht habe. Das siehst du richtig. Ja, offiziell verkackt. Wie viel Rückstand? 6,24 auf 7,16. Also nicht ganz eine Minute. Aber das war auch schon mal schlechter. Das war schon mal schlechter. Ich glaube, einmal versuchen wir es noch. Wenn das nicht klappt, würde ich mal... Wieder kein Turbo. Da würde ich mal versuchen, das andere Level nochmal durchzuspielen und den ersten zu machen. Das davor. Um mir die Kohle einzusacken und den Rennen nochmal zu verbessern. Aber vielleicht klappt es auch so. Schauen wir mal. Ich muss am Anfang hier schon etwas rausfahren auf den langen Geraden. Habe ich natürlich nicht die Brücke genommen, wo ich hätte schön Gas machen können. Ne? Gleich mal Plätze verloren. Merke, auf jeden Fall die Brücke nehmen. Der Gegner gerammt. Ich darf anscheinend nicht, wenn ich eben da in der Luft bin, nochmal den Turbo schon drücken. Wenn ich aufgekommen bin, dann geht er sofort hoch. Das war er nicht. So, wie weit ist jetzt Platz 1 schon weg, ist die große Frage. Kommt ich da noch irgendwie ran? Da vorne ist er. Da vorne ist er. Ah, den kriegen wir auf jeden Fall noch. Boah, was macht er mich denn fertig, ey? Hammer.
Der macht mich hart fertig, ey. Aber er ist anscheinend auch zerschellt, wenn ich es richtig sehe. Jetzt glaube ich beide geopfert. Bleib auf jeden Fall dran. Die Kurve, die kriege ich nicht richtig. Sofort ist er weg. Hammer. Sofort ist er weg, aber jetzt könnte ich nochmal rankommen. Und das erste Mal auf Rang 1. Richtig dauerhaft. Wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr Turbo hätte. Brauche mehr Kühlung. Bessere Kühlung. Kommt alles. Bessere Kühlung, bessere Turbo, bessere Beschleunigung. Okay. Ich wollte mir merken, dass wir rechts bleiben, um die Hängebrücke zu fahren. Rechts rein. Das war hier gar nicht. Hier. Genau. Will nicht wieder zu euphorisch werden, aber das sieht gerade relativ gut aus. So, hier jetzt Power. Und auf gar keinen Fall jetzt schon den Turbo zünden. Jetzt aber. Genau. Oh. Na, das war wieder verkehrt. Aber dann zünden wir den Turbo und hole alles wieder auf. Kurzer Schlenker. Das ist auch noch Runde 2. Wohl alles raus aus der Kiste, was drin steckt. Wahrscheinlich war das jetzt schon wieder dumm. Aber noch steht da oben eine 1. Ich sehe ihn auf jeden Fall da links auf der Abkürzung. Da ist er. Da ist er schon wieder. Wieder auf Rang 1 die Runde beendet. Das ist super. Es ist auf jeden Fall möglich. Es ist möglich, genau wie im anderen Level auch. Es ist definitiv möglich, das ohne Verbesserung zu gewinnen. Am schönsten wäre natürlich wirklich, wenn wir uns das Tempo-Ding holen dafür 12.000. Aber dazu bräuchten wir natürlich die beiden Siege und noch einen. Hier war schon mal wieder rechts einsortieren. Nein! Warum gucke ich denn auf die scheiß Karte? Mann, nicht blöd, ey. Zack, bin ich Dritter und kriege hier auch den Turbo nicht rein. Das hat gerade alles versaut. Ohne Quatsch. Das hat gerade alles versaut, ey. Fuck, Mann. Ich habe oben rechts auf die Karte geguckt, wann denn diese Stelle kommt und habe es echt voll verrissen. Aber so richtig verrissen. Okay, vorbei an den beiden. Ausgenommenes Ding. Turbo. Bremsen. Da ist der zweite, aber wo ist der erste? Nein, Mann. Oh, echt. Aber richtig schön verrissen das Ganze. Ist das jetzt noch zu schaffen? Ist ja irgendwo in Sicht da oben. Wenn ich jetzt wieder auf die Karte gucke, verkacke ich es noch direkt wieder. Vierter. Warum denn aber Vierter? Wo sind denn die Gegner hin? Scheißdreck, Mann. Fünfter. Ich
Ich habe keine Ahnung, wo die Gegner gerade an mir vorbeifahren. Aber sie machen es auf jeden Fall. Ich habe mir gerade beim Fahren überlegt, ich werde nachher so eine Timestamps setzen. Immer zu dem Punkt, wo ich das Level dann wirklich geschafft habe. Für die Ungeduldigen, die keinen Bock haben, so lange zu gucken. So, mach Gas hier, Junge. Nicht, dass es überhaupt noch möglich wäre. Ach, ist das ärgerlich. Das ist verflucht ärgerlich. Aber da noch eine halbe Stunde bis zur Konferenz ist, ich versuch's gleich nochmal. Ich jauche ihm gleich nochmal einen rein. Ich bin der Meinung, das war ganz knapp eben. Das hätte auf jeden Fall klappen können. Ich habe bloß einmal zu viel auf die Karte geguckt. Das war saudumm. Das war einfach nur dumm. So, gleich mal ein Turbo gezündet. Weiter. Das ist auf jeden Fall zu schaffen. Genau, ich mache aber Timestamps und setze das dahin, wo ich dann die Siegerstraße betrete. Und das wird es anscheinend wieder nicht werden. Scheißdreck. Kannst du mal schon wieder Gedanken ganz woanders sehen. Ich werde auch nur so ein bisschen, also ich gehe zu viel Risiko, wenn ich mal ein bisschen hinten an bin, glaube ich. Und sofort Dauer auf der Turbo gezündet. Ohne Rücksicht auf Verluste. Das ist eigentlich nicht gut, was ich da mache. Wie hier zum Beispiel, das war Quatsch. Aber hier muss ich Turbo schalten. Hier wird das Rennen gewonnen. Hier darf ich auch keinen Turbo schalten, glaube ich. Scheiße. Das war wieder nix. Kaktomba, sagt er. Kann ich den überhaupt noch bekommen jetzt? Ist auch die Frage, ne? Was, wenn ich jetzt perfekt fahre? Also die Frage ist auch, warum sind die so viel schneller als ich hier bei der Stelle? Fahr nicht vielleicht hier lang? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich machen die das. Jetzt war ich auf zwei vorgefahren tatsächlich. Also es ist dann doch wirklich so, dass sie da richtig Zeit gut machen. Wieder was dazugelernt. Und hier wird auch also richtig hochgejafft. Vierter. Das ist die Frage, kann das uns werden oder nicht, ne? Ein bisschen aufgeholt habe ich. Oha. Gut. Sechster, die fahren hier woanders lang. Die kleinen Schweine. Da sind sie. So, hier jetzt kein Turbo, sondern einfach da reinschlittern. Den Turbo hier drin schmettern. So. Weil hier geht's richtig nach vorn. Okay, so. Hier gleich links halten. Mein Gott.
nehmen wir mal an, wie der erste Mensch hier. Einen neuen Rundenrekord. Das heißt ja schon mal, dass ich so schnell noch nie war und mich verbessert habe. Aber ich komme nicht dichter an 1, 2, 3 ran. Das glaube ich nicht. Ich glaube es nicht. Zack. Jetzt sowieso nicht mehr. Ja, genau. Der war schon wieder ganz gut. Bringt jetzt aber auch nicht mehr viel. Der Zug ist nämlich abgefahren, ja. Das wird nichts mehr. So, hier wird nochmal geballert. Schlüdern. Jo, und dann Gas geben. Schlecht. Aber er brennt schon. Die hat es, glaube ich, zerschrotet gerade. Also wenn ich drei von diesen Runden fahre, die ich jetzt gerade fahre, dann kann es was werden. Ich war ja schon mal ganz dicht dran, ne? Ja, was soll ich sagen? Das war wieder nix. Aber 23 Sekunden nur noch und immer noch 22 Minuten bis zur Bundesliga-Konferenz. Also ich mach's ja nochmal. Ich gebe nicht auf. So ein richtig geiler Start wäre auch mal gut, aber den kriege ich irgendwie nicht hin. Das war schon mal gut, weil ich ihn nicht angeditscht habe. Sehr, sehr vernünftiger Start gerade. Das war knapp. Das war unnötig. Hat aber, glaube ich, nicht weiter gestört. Den nehmen wir mit. Den packen wir richtig ran. Auch schon wieder ganz gut hier eigentlich. Ich höre ihn auf jeden Fall schon hinter mir. Aber jetzt kommt die Stelle, wo ich meine Stärken ausspielen kann. Ich bin jetzt ja auch so schlau und drücke nicht mehr direkt den Turbo, wenn ich gerade hingefallen bin. So, hier mache ich es aber. Links rein hier. Mit Schmackes. Und hier jetzt durchkommen. Ohne Ditcher. Ohne auf den Turbo zu gucken. Da war der erste Ditcher. Das ist echt nicht ohne hier, ne? So, und hier wird jetzt Gas gegeben. Ich glaube, so eine gute Runde hatte ich bis jetzt noch nicht. Ja, dachte ich mir.
Ja, auch nochmal Gas geben. Oh, das war knapp. So, kriegen wir wieder ein bisschen abkühlen lassen. Und vernünftige Kurven fahren. Hier geht es jetzt noch rechts wieder rum, oder? Genau. Und Turbo zünden. Ja, den Turbo lasse ich weg. Ich sehe ihn auf der Karte. Knapp noch hochgeschielt. Feuer. Noch nicht. Was? Warum? 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 Verstehe ich nicht. Wahrscheinlich zerstelle ich jetzt gleich nochmal. Es ist so nervig, ne? Das ist... Ich bin ein perfektes Rennen gefahren und auf einmal zerschellt mir das Triebwerk. Aus welchen Gründen auch immer. Ich sehe sie auch nicht, die Gründe, warum das jetzt zerschellt ist. Das ist wirklich hart frustrierend gerade. So, wo ist unser Platz 1, Kollege? Der ist doch wahrscheinlich schon längst über alle Berge. Wie auch immer er das macht, aber er macht's. So. Egal, ruhig bleiben wir den. Klort mal nicht. So, wieder scheiße. Ich dachte schon, ich bin wieder hier. So, mach Gummi. Letzte Runde und den Gegner nicht ansatzweise in Sicht. Der ist über alle Berge. Den sehen wir nie wieder. Traurig, aber wahr, den sehen wir nie wieder. Der muss jetzt schon irgendwo vorne zerschellen. Ich bin Erster. Wie habe ich das denn gemacht? Hä? Wo habe ich ihn jetzt bitte überholt? Der fährt auch irgendwelche anderen Strecken und Abkürzungen wahrscheinlich, die Sau. Warum bin ich davor da unten explodiert? Das verstehe ich immer noch nicht. Egal. Mach Luck, Junge. Den hinter mir auf der Karte. Das war natürlich wieder knapp, aber ich hatte ein bisschen Malesse gerade vorm Aufsetzen. So, und hier wieder durchziehen. Ohne Gnade. Bis das Triebwerk in Flammen aufgeht. So, kommt jetzt nochmal eine Tricky? Ja, es kommt nochmal der kleine Parcours da gleich, ne? Vielleicht wäre hier links rein gejaucht. So, hier jetzt vernünftig durchschlittern. Mit höchster Konzentration. Sagen, ohne einmal ditchen, aber letztens habe ich nur noch eine mitgegeben. Aber könnte ausreichen. Das könnte reichen. Hier nochmal eine. Da ist das Ding. Da ist das Ding. Sehr schön. Hat ja auch nur eine Dreiviertelstunde oder so gedauert, glaube ich. Aber wir haben ja Zeit, ne? Wir haben ja Zeit. Mein Gott, mir tut meine rechte Hand weh wie Sau. Aber egal. Mit diesem kolossalen Sieg mit 10 Sekunden Vorsprung, stellt euch das vor. Das ist doch unglaublich. Entlasse ich euch ins nächste Level. Möge die Macht mit euch sein.